Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Hilfe für Kinder mit psychisch erkrankten Eltern begleitet mich schon einige Jahre. Denn durch Gespräche zum Thema Kindergesundheit, auch mit dem Chefarzt der Kinder- und Jugendabteilung der Psychiatrischen Klinik in Lüneburg, Dr. Naumann, bin ich auf dieses Thema vor einigen Jahren aufmerksam geworden. Dass etwas passieren muss, kann bei geschätzt 3 bis 4 Millionen betroffenen Kindern mit einem vorübergehend oder dauerhaft psychisch erkrankten Elternteilen niemand bezweifeln. Viele Familien finden geeignete Wege, mit der Belastung umzugehen und negative Folgen für ihre Kinder zu vermeiden. Klar ist auch, dass nicht jede psychische Störung eines Elternteils zwangsläufig zu einer eingeschränkten Erziehungskompetenz führt. Häufig genug jedoch erfahren Kinder und Jugendliche aus betroffenen Familien unzureichende Unterstützung und Fürsorge oder leiden unter den Auswirkungen elterlichen Verhaltens, was sich negativ auf ihre Entwicklung auswirken kann. Statistiken besagen, dass Kinder und Jugendliche von psychisch kranken Eltern ein 3- bis 4-faches Risiko haben, selber psychisch zu erkranken. Und bei einer Expertenanhörung schon im Jahre 2013 in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages wird als Ursache für dieses erhöhte Risiko ein Zusammenspiel aus sozialen Komponenten, besonders schwierigen Lebens- und Entwicklungsbedingungen sowie auch genetischen Faktoren genannt. Eine besondere Belastung für Kinder und Jugendliche liegt in der Tabuisierung psychischer Erkrankung der Eltern durch die Familien, was Isolation und Ausgrenzung der Kinder zur Folge haben kann. Hinzu kommen dann auch häufig finanzielle Probleme, wenig soziale Unterstützung, Desorientierung, sozialen Rückzug, Ängste und Schuldgefühle. Es stellt sich also die Frage, was können wir tun, um Kindern in dieser Situation zu helfen? Wie so häufig sind auch hier die Prävention und das frühe Bereitstellen von Hilfen der Schlüssel zum Erfolg. Kinder haben weitaus bessere Chancen als Erwachsene, ein normales Leben zu führen, wenn sie frühzeitig Unterstützung erhalten. Und gleichzeitig dürfen die Kosten für die Gesellschaft und für unser Gesundheitssystem sich verringern. Hierbei spielen kommunale Angebote wie lokale Initiativen, ehrenamtliches Engagement eine wichtige Rolle. Wir als Bund sind in unserem Aufgabenbereich aufgefordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Hilfebedarf für betroffene Kinder und Jugendliche umfasst hier ein breites Spektrum von niederschwelliger punktueller Unterstützung bis hin zur Intervention im Falle einer drohenden Kindeswohlgefährdung. Ein frühzeitiges Erreichen der Familien zu Beginn der Behandlung der Eltern und die Identifikation der spezifischen familiären Belastungen sind hier unerlässlich. Hierdurch kann die Entwicklung der Kinder gezielt gefördert werden und ihre psychische Widerstandsfähigkeit gestärkt werden. Und das ist unerlässlich für das Kindeswohl. Familien mit psychisch kranken Eltern benötigen häufig gleichzeitig Hilfen, die auf verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften und verschiedenen Sozialgesetzbüchern beruhen. Wie so oft hapert es auch hier an den Schnittstellen, Problematiken und nicht immer eindeutigen Zuständigkeitsfragen. Die Kooperation und Koordination der unterschiedlichen Hilfsangebote und Leistungserbringer für Kinder und Erwachsene spielen jedoch eine zentrale Rolle. Aufgrund ihrer Krankheitsbilder sind Betroffene oft nicht in der Lage, alle verfügbaren Informationen und Hilfeleistungen selbst anzufordern und für sich in Anspruch zu nehmen. Aufsuchende Hilfen sind hier die naheliegende Lösung. Und es ist nun endlich Zeit, Ansätze auszuarbeiten, um eine optimale interdisziplinäre Versorgung der betroffenen Familien zu gewährleisten. Und an dieser Stelle möchte ich doch einmal ausdrücklich Danke sagen bei euch, liebe Ulrike Bauer, und bei dir, liebe Beate Walter-Rosenheimer. Ich finde es großartig, dass wir hier überfraktionell einen breiten Konsens gefunden haben und diesen Antrag auf den Weg bringen. Und auch dir, lieber Paul Lehrieder, als Ausschussvorsitzender, herzlichen Dank, dass du uns dabei unterstützt hast. Du hast ja einen großen persönlichen Einsatz, der dich für dieses Thema stark gemacht, dass wir endlich etwas in die Hand bekommen, um den Betroffenen auch zu helfen. Ziel ist es doch, Kindern zu helfen und klarzustellen, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. Wir wollen daher die Einrichtung einer zeitlich befristeten interdisziplinären Arbeitsgruppe unter Beteiligung der zuständigen Bundesministerien, das sind das Bundesfamilienministerium, das Sozialministerium und das Gesundheitsministerium, heute beschließen, wie das genau leistet. Die Arbeitsgruppe soll 5 Untersuchungsschwerpunkte dazu berichten. Da meine Zeit langsam abläuft, überlasse ich das Paul, das dazu zu sagen. Aber ich glaube und hoffe, dass wir heute eben diesen großen Schritt machen, um die Situation der Betroffenen zu verbessern
und dass der breite Konsens zur Einreichung dieser Verbesserungen auch über diese Legislaturperiode, über die Regierungsfraktionen hinweg, eben auch in der kommenden Legislatur trägt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Kollegin Birgit Wöllert spricht jetzt für die Fraktion Die Linke.